Melanie Erasim kommt von der SPÖ. Vielen Dank, Frau Präsidentin, Frau Ministerin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, Abgeordnete, werte Zuseherinnen und Zuseher. Jede Maßnahme, die die prekäre Lage des Tourismus und vor allem der Beschäftigten im Tourismus erleichtert, ist begrüßenswert. Uns als sozialdemokratische Fraktion ist es wichtig, dass dieses KMU-Förderungsgesetz in seiner Ausgestaltung so angelegt ist, dass diese treffsicher und zeitnah ankommen. Wir werden dem vorliegenden Antrag unsere Zustimmung erteilen, weil es wichtig ist, dass wir vor allem im Städtetourismus rasch Maßnahmen setzen, die helfen und die schlimmsten Auswirkungen der Corona-Krise abfedern. Österreich ist ja eines der Länder, die am härtesten von den Ausfällen vor allem im Kongresstourismus betroffen sind. Deshalb kommt dieser Antrag eher zu spät als zu früh, denn viele passende Anträge, Frau Ministerin, sind schon vor Monaten seitens der Oppositionsparteien auf dem Tisch gelegen. Sie haben alle abgelehnt und jetzt kommt dann das böse Erwachen, dass vielleicht doch die eine oder andere Maßnahme zu spät kommt. Denn gerade in Ihren Zuständigkeitsbereichen würde ich mir eines wünschen, Frau Ministerin, und zwar mehr bodenständige Aktivitäten und weniger Aktionismus. Die Beschäftigten in der Gastronomie und in der Hotellerie haben nichts von ihren aufwendigen und teuer inszenierten Comeback-Shows. Ich habe übrigens an beiden teilgenommen und bin aus dem Staunen nicht rausgekommen, wie selbstgefällig man in einer PR-Blase leben kann, wo man über Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter spricht, ohne dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Wort kommen, wo man nur an Inszenierung denkt, nicht einmal den Koalitionspartner einbindet und hier sich selbst wieder einmal in den Vordergrund rückt. Denn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter brauchen nach 7 Monaten Total-Lockdown eine Perspektive und vor allem genug Geld, um für ihren Lebensunterhalt aufkommen zu können. Es ist schön, dass Sie sich gefreut haben, gestern mit dem Kanzler und dem Vizekanzler eine gute Stelze zu essen. Aber ich frage mich, Frau Ministerin, haben Sie die Gelegenheit genutzt, um mit den Kellnerinnen und Kellnern zu sprechen, mit dem Küchenpersonal, mit dem Putzpersonal, die hier wirklich auch bei den Maßnahmen viel zu wenig bedacht wurden? Ich fürchte Zweiteres, sonst würden wir über ganz andere Gesetzesvorschläge reden, die wirklich hier auch den Betroffenen ihre Existenz Sorgen nehmen würde. Ich habe gestern keinen Ausflug in ein Lokal gemacht, weil ich so wie die Kolleginnen und Kollegen hier gesessen bin, aber ich habe mit Gastronomen gesprochen, mir ihre Ängste und Sorgen angehört, so wie ich das auch in den letzten Wochen, seitdem ich Tourismussprecherin bin, getan habe. Und eines ist immer wieder gekommen. Viele überlegen, ob sie weiterhin in der Gastronomie oder in der Hotellerie weiterhin arbeiten wollen oder ob sie sich nach anderen Branchen umsehen, und viele haben das leider auch schon getan. Jetzt schon hat sich die Anzahl der Beschäftigten gegenüber dem Vorkrisenniveau halbiert. Und ich sage Ihnen warum. Weil die Regierung kein für den Tourismusbereich sinnvolles Kurzarbeitskonzept in dieser Branche ermöglicht hat. Es gab Vorschläge, die Zeit zu nutzen, um in Aus- und Weiterbildungen zu investieren. Und jetzt kommt das große Erwachen. Frau Ministerin, bitte setzen Sie endlich Maßnahmen, um die bei denen ankommen, die jetzt die Unterstützung dringend brauchen. Erhöhen Sie die Wiedereingliederungshilfen, schaffen Sie krisensichere Arbeitsmarktinstrumente für die Beschäftigten in der Gastronomie und Hotellerie und binden Sie bitte endlich die Sozialpartner und die Gewerkschaften ein, um auch zu wissen, was die Beschäftigten wirklich brauchen. Setzen Sie bitte einen Comeback-Plan um, der seinen Namen auch verdient hat. In der Problemanalyse, Frau Ministerin, sind wir uns in vielen Ebenen und auf vielen Punkten einig. Nur als Ministerin reicht es nicht nur, richtig zu analysieren, sondern Sie müssen endlich ins Handeln kommen, im Interesse aller Betroffenen und des Tourismus, der, wie schon so oft erwähnt, für Österreichs Volkswirtschaft immens bedeutend ist.
Dankeschön. Melanie Erasim von der SPÖ, sie kommt aus Niederösterreich, kritisiert die Marketingmaßnahmen der Tourismusministerin und fordert einen Corona-Comeback-Plan. Vor einem Monat ist Erasim für Sonja Hammerschmidt in den Nationalrat eingetreten.